Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Goodbye, Deponia. Wir haben das erste Drittel geschafft, unsere Mission. Wir haben es geschafft, den Widerstand zu treffen, aber der neue General ist niemand anderes als der Stiefvater von Rufus Seagull. Nun liegt es an den anderen beiden Rufusen, okay. Hier haben wir es geschafft, den Augen von Argus und den Kollegen zu entkommen. Wir gehen runter zum Warenlager. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß es nicht. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Okay. Wie ist das hier denn fern von dem? Na, kommst du an, Rufus? Okay, hier haben wir noch ein Fass. Oppenbot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Hier haben wir jetzt aber auch wieder so ein... Können wir jetzt, wenn wir mit diesem Zauntor... Okay, was ist Zauntor hier? Diesem Gullideckel da sprechen. Können wir dann auch runterschauen in die Kanalisation und noch mit dem anderen Rufus tauschen? Huhu, Korridor! Keiner da. Okay, ich wette, wir können's, aber wir müssen jetzt noch hin. Gehen wir erstmal zu ihmchen. Okay, was hat der alles dabei? Sparschwein? Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Warte. Und die haben die Bilder. Ich habe eine Idee. Das geben wir weiter. Dann geben wir das gleich dem Rufus geben. Wenn wir irgendwann mal da sind. Dann kann er das Bild auf das Fass machen. Und dann denkt Oppenbot bestimmt, okay, da ist noch ein Fass, das nach Elysium geht. Dann können wir es da verstecken. Und das Sparschwein, glaube ich, muss auch an ihm geben. Ah ja. Da war ja was. Du, ich habe mir was Geld. Können wir die Nukleinsäure haben? Ich habe die Moneten. Die 5 Slotty? Nein, nein. Ich meinte, ich habe genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotty? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Okay, die Nukleinsäure haben wir. Dann können wir ja jetzt zu Goal gehen und sie groß machen. Goalie! Ich habe da was Leckeres für dich zu süffeln. Oh. Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist eggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti. Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na Dingens hier. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen alleine lassen. Das heißt alleine lassen. Mit A. Also wirklich. Rufus, der beste Vater aller Zeiten. Goalie! Mietz, mietz, put, put. Putti, putti, put. Goalie, Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Hier ist das Fenster. Können wir jetzt bitte, bitte, lass es klappen. Ja. Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Ja! Dann nimm doch mal bitte das Elysium-Bild. Wir gehen jetzt aber erstmal zu Goal. Irgendwie gibt das, glaube ich, gerade keinen. Kannst du nicht hier reinhüpfen? Und wenn wir jetzt so gehen... Okay, das gibt keinen. Machen wir jetzt mal hier weiter.
Hier kommen wir jetzt erstmal weiter. Wir haben das Elysium bilden, wenn wir das jetzt aufs Fass kleben. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Dann hüpfen wir rein. Ist da jemand? Nein, da ist keiner. Nur ein Fass. Hallo! Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Oh mein Gott. Bowl, nein! Ah. Na dann, ja, dann halt aus, Bowl! Ich bin unterwegs! So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Wo ist der andere Rufus aufgetaucht? Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Dann gehen wir mal hoch. Ich glaube, so langsam haben wir hier alles geschafft. Nur noch die Aufstiegscodes. Der andere Rufus würde ich erstmal gleich schauen, wo wir auftauchen. Und der eine Rufus ist ja schon beim Widerstand angekommen. Okay. Dann geh doch mal hier zum Diktiergerät. Aha. Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3... Oh, oh. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. Was? Was haben die alle beim Cowboy Dodo? Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzken-Gag. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Appenbot, Sie Pfeife! Ich bin es, Argus! Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Okay. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Ich glaube, das müssen wir wieder draufmogeln. Niemals. Dann kann er den Tresor öffnen und alles ist im Eimer. Hm. Eject? Eject? Datasette? Okay. Das Diktiergerät kann er ja haben. Ach, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel. Ich weiß, dass sie da liegen müsste. Glauben Sie etwa ich? Ein Barte des Propheten. Langsam werde ich mir schugge. Als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. Ich
bin nicht ansteckend, ich bin einfach überall und nirgends. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo, Ali, hallo, sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir, Ali, hallo. Die Datasette befindet sich im Safe, die Kombination lautet IMNIDO. Die Datasette befindet sich im Safe. Hab's nicht ausgesprochen. Die Kombination lautet IMNIDOT. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, IMNIDOT? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Die Datasette befindet sich im Besitz von Rufus, dem lässigsten aller Langfinger. Was soll denn dieser Unsinn? Das kann ich doch unmöglich selbst gesagt haben. Habe ich ja auch nicht. Hör gefälligst richtig zu. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter dem Schreibtisch gefallen. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Halt, stopp. Negativ. Kommando zurück. Gerade ist mir nämlich Folgendes wieder eingefallen. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm auf. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Hm. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der auch nicht. Der soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können. Das war dann wohl der richtige Knopf. Jo. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Ja, Herrschaft. Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo? Bring das was? Sprich mit mir. Das liegt wohl daran, dass der Alarm gerade aus ist. Ich habe eine Idee. Hast du gehört? Sprich mit mir. Hier hast du nochmal den Code. Ich spule das gerade mal ein bisschen vor. Was zum... Alles in Ordnung. Ja. Halten Sie alles ab. Schon gut. Beweg dich auf dem Board nach voran. Ja, wer soll sich mal mehr konzentrieren? Wir nehmen das Diktiergerät. Gehen ans Fenster. Raus. Gehen zu dem Fenster. Ja, aber dann entdecken die mich doch. Oh, da müssen wir aber erstmal rein. Hinter den Schreibtisch. Alarm aus. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich... Ja, wie denn? Tja, ich bin mir sicher. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Dann gehen wir mal rüber. Und raus. Und zum Fenster. Ja, aber dann entdecken die mich doch.
Dann hau das mal rein. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4473. Aha. 4473. Wie Golds Geburtstag. Nein, warte. Der war 4437. Oder 4347? 4711? Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Golds Geburtstag. Ja. Und jetzt machen wir, glaube ich, mal eine neue... Boah, Flieger, eine neue Aufnahme. Ich fühle, wie mir eine Idee kommt. Die Datasette befindet sich im Safe, der... Befindet sich nicht im Tresor, sie ist hinter dem Schreibtisch. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Hoffen wir mal, dass es klappt. Aber an sich müsste jetzt alles klappen. Ja. Und jetzt nichts wie weg hier. Piep. Selbstanalyse abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Die Datasette befindet sich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit direkt hinter Ihnen. Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann? Das hier, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, da ist es ja. Nun bin ich aber mal gespannt. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. So, jetzt sollte es... Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Okay. Raus. Ne. Ist nicht wahr. Prototyp R, A und C. Alle an einem Ort. Na, geh zum Fenster. Okay, ab zum Tresor. Also, wie war das jetzt gleich? Nee, Moment. Oh, verdammte Kiste. Oh, oh. Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Oppenbot! Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! So, jetzt unsere Chance. So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Golds Geburtstag. 4473. Nein, warte. Nicht Golds Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Golds Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Da haben wir sie. Die Aufstiegscodes. Endlich. Nix wie raus. Nix wie raus. Ja, wir haben die Aufstiegscode. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Wo ist der hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt nichts für raus? Jetzt bald oder muss ich hier Beine machen? Herr Amtmann? Sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, ja. Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Jawohl, Herr Amtmann. Nicht schlecht, Rufus. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch. Die anderen beiden. Was zum... Nee. Hallo, Rufus. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil.
Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird, schaut genau hin. Alles klar. Nukleinsäure, Goalie. Werde erwachsen. Was? Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte, aber... Nein! Genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein! Stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc! Richte die Kanone aus! Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Nein! Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Ja. Der kann es noch schaffen. Wir haben die Aufstiegscodes. Auf zum Schiff. Es kann nicht schief gehen. Es kann einfach nicht. Data Sette. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und ein kleiner Trommelwirbel wäre auch nicht schlecht. Hä? Knopf? Ah, Data Sette. Code-Eingabe. Oh oh. Nun mal langsam. Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Was? Goal! Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donner. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Ganz bald. Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Was? Entschuldigen? Entschuldigen? Wofür denn? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten.
Ich wollte doch nur helfen. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Also zu langsam merkten sie schon, dass Ihmchen hier ein paar Fehler macht. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus, wir warten. Ja, wir warten. Und zwar bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.